Reichsrat führt Gesetzgebung für einen neuen Unternehmenstyp ein. So. So, dann würde ich sagen, haben wir unsere Zeitung jetzt auch einmal durch. Eine goldene Zukunft. Zur literarischen Ruhm. Deine erste öffentliche Eisenbahn. Ja, so schnell sind wir leider nicht. Eisenbahn können wir uns mit nicht leisten. Wir haben auch finanziell echte Probleme, ne? Vielleicht geht das jetzt deutlich hoch. So, jetzt geht's wieder runter. Wir müssten uns das... Ah, jetzt geht's hoch. Guck mal an. Jetzt haben wir hier Plus. Sehr schön. Die Nationale Partei hat die Wahlen gewonnen. Sehr schön. Sklaverei verboten. Der Besitz im Menschen ist jetzt illegal. Moderne... Echt... Okay. Sicherheit ist gut. Dann können wir unsere Klinik bauen. Das würde ich nämlich jetzt auch als nächstes... Eigentlich ist eigentlich wichtiger, dass wir jetzt erstmal das nochmal ausbauen und eine Klinik bauen. Guck mal, hier können wir verschiedene Epochen durchgehen. Und hier Epoche 5 zum Beispiel haben wir dann wirklich moderne Dinge hier zum Beispiel. Ich fand das ganz interessant, dass das hier auch schon drin ist. Internet der Dinge? Irgendwo war das Internet der Dinge. Hier Internet der Dinge. Wer sich fragt, was Internet der Dinge ist, heißt, dass jeder Gegenstand Internet besitzt. Zum Beispiel die Kaffeemaschine und der Toaster und so, alle miteinander verknüpft. Das ist das Internet der Dinge, wo wir ja auch schon drin sind. Zwar noch nicht ganz, also eigentlich ja, es ist zwar noch nicht ganz so, dass es jeder nutzt. Oder viele noch nicht nutzen, aber wir sind kurz davor, in dieses hier einzutreten. Pille für den Mann, okay. Sollten Männer eine, die RDB-Pille nehmen, ist viel sinniger, eine Waffe zu entwickeln, auf die Kugel sich... Okay, Pille für den Mann, wirklich? Ich finde das internationale Logistik, das klingt ja noch ganz realistisch. Cloud Computing, ja, ist klar, über... Die Wolke, die Cloud, der alles hochladen kann und speichern kann. Digitaler Vertrieb. Ja, okay. Erweiterte Realität. Ach, cool, cool. Stadtweite kostenlose WLAN-Hotspot. Ach, cool. Ich finde das geil, dass da so moderne Sachen hier drin sind. Das gefällt mir richtig. Weil meistens ist es ja so, dass die Spiele dann irgendwann so im kurz vor unserer Zeit mal aufhören. Und dann so die ganzen Internet-Dinger so einmal so eine Erforschung Internet drin hat. Aber sonst, das finde ich ja cool, dass das hier wirklich so... Moderne reingeht. So, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Müssen wir da jetzt irgendwas machen? Nee, wird eh durchgehen. Gut. Ist, wie gesagt, um unsere Wirtschaft zu stärken. Denke ich, ist das ganz sinnvoll. Wählen Sie eine Erfindung aus. Erfindungsbaum. Ach, wir haben... Stimmt. Wir sind ja jetzt durch gewesen mit dem Sicherheitsding. Hier sehen wir jetzt alle Zeitalter, da gehen wir jetzt nochmal durch und jetzt sind wir wieder in unserem ersten Zeitalter. Da kommen wir aber noch hin zu den ganzen anderen Sachen. Fotografie, was bringt das denn? Fotograf, Möbelgeschichte, Theater. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Grundsachen. Forschung beginnen und bauen Gaslaternen. Und gehen dann wieder auf der Stadt. So, wir verdienen ja gerade Geld, was gut ist. Das heißt, wir müssen, wie gesagt, ein bisschen uns erstmal finanziell zusammenreißen. Ich würde die Klinik trotzdem ganz gerne bauen. Und zwar hier auch irgendwo rein. Mal sehen, wie teuer das ist. Ich glaube, wir können uns das leisten, eine Klinik. Hm. Bezirk verändern. Ich würde hier gerne wirklich eine Klinik reinsetzen. Zur Unterteilung bestätigen. Ja, ist in Ordnung. Wo hatte ich jetzt... Ja, will ich. Wo? Ich wollte jetzt hier das Dings ändern, ne? Wo war denn das mit den Dienstleistungen? Allgemeine Infos. Diverse Zufriedenheit. Bewohner. Bezirk verändern. Zuteilung bestätigen. Da haben wir es. Also Klinik. Die Klinik kommt jetzt hier in unserer Stadtviertel. Reichweite. Ich würde sagen, wir machen das so ein bisschen hier oben. Dass wir hier den gesamten Bereich noch mit abdecken. Aber dann hinten in den neuen Bereich, wo wir es hinbauen, auch. Vielleicht hier so. Ja, wie viel? Dienstleistung bestätigen. Klicken wir mal rauf. Wie viel kostet die? Kosten 500.000. Die 500k. Laufende Kosten 15k pro Monat. Das wird wahrscheinlich ein bisschen teuer, ne? Wenn wir jetzt sagen, die sind alle dagegen, ist klar, weil wir uns das gar nicht leisten können. Mann, wir haben auch gerade keine Kohle. Das ist ja echt. Und natürlich sind die gegen eine Stadtverschuldung. Verordnungen. Was haben wir denn hier in Verordnung? Können wir auch mal gucken, was wir hier haben. Sicherheitsbehörden. In Ordnung. Medizinischer Sektor ist groß.
und sehr fragmentiert. Krankenhäuser gehören genauso zu. Plus. Das bringt uns ja nichts, wir haben keine Klinik. Arbeiterschutzgesetz. Die Einführung grundlegender Sicherheitsbestimmungen am Arbeitsplatz sorgt für weniger abgrenzende, getrennte Gliedmaßen. Ist natürlich ganz sinnvoll, wäre vielleicht die Idee, was wir auch mal machen könnten. Verbot von Prostitution, lassen wir erstmal drin. Lizenzierung von Alkohol. Okay, ja, Alkohol, komm, das ist. Lizenzierung von Tabak, das ist, bringt uns alles Geld. Bringt alles der Staat Geld. Deswegen lassen wir das mal drin. Wir sollten Steuer, Alkohol und Tabaksteuer machen. Das wäre noch eine Idee. Aber ich glaube, Arbeiterschutzgesetz finde ich ja mal am wichtigsten. Wir schauen mal eben, was die. Die wären also total dagegen. Ich würde trotzdem erstmal das Arbeiterschutzgesetz gerne einreichen. Als Abstimmung. Und. Ja, wie gesagt, das wird durchlaufen. Das Ding. Die GmbHs kommen also in unsere Stadt. So, so einfach waren Firmengründungen noch nie. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist da. Mit heutigen betroffenen Entscheidungen werden Gesellschaften mit beschränkter Haftung Realität. Soll Gesetz war von den Rechtskonservativen eingebracht worden, um den wirtschaftlichen Wachstum zu fördern und Steuereinnahmen zu erhöhen. Das klingt gut. Dann gehen wir mal in die Stadt zurück. Wir müssen Arbeiterschutzgesetz, wollte ich noch jemanden überzeugen. Da wollte ich nur mit den, wen war das? Mit ihm hier reden, glaube ich, ne? Ne, wer war denn total dagegen? Nationalen oder die Freien? Ich weiß es gar nicht. Besteuerung, Leistungsfinanzierung. Arbeiterschutzgesetz, darüber würde ich gerne mit euch reden, an Parteien appellieren. Sieh hier, welche waren das? Die Freien. Die Freien sind dagegen. Dann wollen wir die Freien mal ein bisschen überzeugen, mal ein bisschen bitten, dass die Stadt eure Hilfe braucht. Ja, mal kurz. Kann man das jetzt. Ach, das ist doof, wenn man hier mal drauf ist, dass man das hier nicht mehr wegdrücken kann. Na gut, egal. Dann werden wir jetzt, dass die Stadt wirklich ihre Hilfe braucht. Das reicht. Damit wird die Abstimmung auch durchlaufen. Das ist gut. Das heißt, wir haben ein Arbeiterschutzgesetz. Finde ich ganz sinnvoll auch. Wird vielleicht ein bisschen die Firma abschrecken. Das könnte natürlich sein, dass einige Firmen jetzt hier nicht ansiedeln, wenn wir ein Arbeiterschutzgesetz haben. Aber ich denke, dass es doch die Bevölkerung da ganz zufrieden drüber seid, wenn sie, wie gesagt, sich nicht immer bei der Arbeit die Finger abpacken. So, dann wollen wir die Abstimmung über das Arbeiterschutzgesetz beginnen. Ja. Und das geht auch locker durch. Das ist gut, das ist gut. Bisher haben wir ja politisch noch kaum Probleme gehabt. Arbeiterschutzgesetz ist durch, das ist gut. Und dann. Ich würde sagen, gehen wir wieder in die Stadt und machen mal weiter. 11k haben wir, 12k, das geht da ganz gut. Mit dem Geld geht das ganz gut hoch jetzt. Das heißt, wir könnten so langsam uns bald auch die Klinik leisten. Ich würde sagen, wir kaufen aber erst einen neuen Bezirk. Mist, die Glühbirne in der Verandalampe ist durchgebrannt. Jetzt kann ich gar nicht sehen, ob es draußen dunkel ist. Logisch. Die Sprüche sind aber auch ganz cool. Ja, eine Gasbeleuchtung könnten wir auch bald machen. Gasinfrastruktur, Lizenz zum Tabak. Im Augenblick dürfen alle Geschäfte und Kneipen Tabak verkaufen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, aber der Rat könnte, nein, Geschäfte sollten dafür Lizenzen brauchen. Lizenzen bringen uns eigentlich Geld, ne? In der eigenen Steuereinnahme. Ich würde sagen, wir sind für die Lizenzen. So, was bringt denn die Effekte? Nachfrage sinkt, Angebot. Nachfrage. Lizenzierung von Tabak. Okay, ich würde sagen, Geschäfte sollten dafür eine Lizenz brauchen. Das klingt gut. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob wir dann das Geld der Lizenz kriegen. Ich hoffe schon. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir jetzt sozusagen daraus profitieren. Wählen Sie eine Erfindung aus. Ja, machen wir. Erfindung, was wollen wir denn jetzt mal erforschen? Wollen wir mal gucken, was wir hier so an Bonis kriegen. Finanzhilfe, Wasserleitung, kleiner Park, Apotheke, Konzentration, Hafen. Wäre natürlich geil in der Werkstatt. Verbot des Herumhängens. Herumlungerns, achso. Verbot, Berufsschule, okay. Bekleidung, Polizei, Bahnhof. Schaltet Dichteauswahl frei. Bevölkerungsdichte des Bezirks fest, okay. Schalten Spionage frei, Fotograf, Möbelgeschäft, Theater.
Ich wäre hier für das Abwassersystem. Ja. So, erstmal Grundbedürfnisse stellen und danach kann man sich immer noch rumspionieren. Wählen Sie. Was ist mit dem Bezirk? Bezirk verändern. Die Infrastrukturen können direkt gebaut werden, bei dem Feuer das Infrastrukturnetz erforderlich ist. Bei einigen Infrastrukturen stellen Werte des Rats für die Bürger bereit, bei anderen handelt es sich um Aspekte für die Unternehmen erforderlich sind. Okay. Gasinfrastruktur. Laufende Kosten. Kosten 250.000. Ja, wie gesagt, wir können hier mal die Gasinfrastruktur aufbauen. In Ordnung. Kaum bestätigen. Ach Quatsch, was? Ja, genau. Bestätigen einmal raus hier. Das werde ich jetzt gleich machen. Nochmal in die Bezirk verändern. Ich werde jetzt hier Zonenteilung passt. Raster. Passt auch. Wie gesagt, woher, wo waren das jetzt gerade? Wo waren das jetzt gerade mit dem Gasding? Jetzt habe ich das nicht wieder mitgekriegt. Bezirk verändern, weil ich möchte da keine zwei Abstimmungen haben. Da Gas würde ich ganz gerne, ja, aktivieren. Und dann würde ich ganz gerne eine Klinik noch bauen. Dann würde ich die aber gerne hier ein bisschen weiter nördlich bauen, um dann möglichst den Radius auch abzudecken. So, dass wir hier so ein bisschen so die bauen. Haben wir hier alles drin. Wen ich da hin? Hier vielleicht hin. Ja, da machen wir es dahin. Dienstleistung bestätigen. Bezirk vorschlagen, würde ich sagen. Ja, gut. Normale Abstimmung machen wir, in Ordnung. Und dann, wir hätten heute mal auch eine Eilabstimmung machen können, weil wir wahrscheinlich genug Prestige haben, aber wie gesagt, wir warten jetzt ein bisschen und dann wird es bald auch eine Klinik hier in der Stadt geben. Und dann werde ich bald auch den nächsten Bezirk aufbauen. Und wie gesagt, wir haben auch bald genug Geld für den ersten Bahnhof, was natürlich auch ganz cool ist. Mal gucken, ob die dann dafür sind für den Bahnhof. Ich denke aber schon, ich denke, da wird niemand was dagegen haben. Was läuft jetzt gerade? Lizenzierung von Tabak. Ja, gut, Abstimmung. Machen wir mal. Abstimmung beginnen. Da muss ich jetzt nicht irgendwie, dass ich noch jemanden versuche, da zu beeinflussen. So, Abstimmung erfolgreich. Ja, sehr schön. Und Bezirk verändern kommt dann gleich erst noch. Na, ist auch schon durch. Abstimmung beginnen. Sehr schön, sind alle dafür. Da kommt kaum einer dagegen. So, da sieht man mal, das wird, ist ganz deutlich durchgegangen. Das heißt, wir können jetzt wieder zur Stadt gehen und haben damit eine Klinik. Und aber auch ein bisschen minus Geld, was nicht gut ist im Moment. Aber das geht jetzt gerade wieder hoch. Zack, zack, zack. Da sieht man es mal, da geht es direkt wieder hoch. Die Nationale Partei hat zwar alles gewonnen. Die Freie Demokratische Partei ist Zweiter geworden. Das heißt, unsere Partei verliert ein bisschen, die immer so für uns bestimmt, okay? Amerikanische Ureinwohner, wie heißen die gleich nochmal? Diese, die mit den Adler. Ich habe den Namen vergessen. Die Roten. Die Linken, ja. Die sind so ein bisschen gerade, haben ein bisschen verloren in der letzten Wahl, was ein bisschen schade ist. Indianerkriege, amerikanische Ureinwohner in Reservate verbannt. Indianerkriege war eine Reihe von Schlachten zwischen amerikanischen Armeen und verschiedenen Indianerstämmen nach dem Bürgerkrieg. Sklaverei verboten. Okay. Ja. Gut. Hiermit wird ein Antrag gestellt, Bürgern zu gestatten, Gewerkschaften zu gründen. Wir regieren so. Ich unterstütze den Antrag. Gewerkschaften sind wichtig. Hiermit wird ein Antrag gestellt, Bürgern zu gestatten, Gewerkschaften. Wir müssen die da umstimmen. Gewerkschaften sind wichtig. In Ordnung. Zack. Bisschen langsamer. Zack. Dann muss ich mit ein paar Leuten mal reden hier. Mit ihmchen hier. Wie heißen sie? Die an Parteien appellieren. Nein, die sind eh dafür, aber die muss ich umstimmen. Fordern. Ich fordere jetzt mal, ist wichtig. So. Die haben wir schon mal richtig auf unsere Seite gekriegt. Dann werde ich mit den anderen nochmal reden hier. Mit denen hier. Die werde ich bitten, die meisten Bürger damit einverstanden sind. Dann machen wir das hier, genau. Und die sind eh schon auf unserer Seite. Das heißt, da müssen wir jetzt eigentlich gar nichts machen. Ich glaube, das wird durchgehen. 12 zu 7 ist ein bisschen knapp vielleicht. Wir hoffen mal, dass wir das hinkriegen. Weil Gewerkschaften finde ich wichtig. Dass wir die auch hier reinkriegen in unsere Stadt. Wie gesagt, wir haben jetzt schon die GmbH für die Firmen gemacht. Dann können wir jetzt auch eine Gewerkschaften erlauben.
und einen Arbeitnehmerrecht hier einrichten. Wir haben ja schon den, was haben wir denn vorhin gemacht gehabt? Die Rechte. Nee, Quatsch, nicht die Rechte, sondern hier, dass die halt sich nicht die Finger absäbeln. Wie hieß das gleich nochmal? Arbeitnehmer, eigentlich waren es Arbeitnehmerrechte, ne? Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. So.